Ein herzliches Willkommen zurück zum zuckersüßen Captain Todd Treasure Tracker. Die nächste Aufnahme, sie kann jetzt beginnen. Wir sind bereits bei Kapitel 11 angekommen, gestrandet mit Kriech-Piranhas. Es wird jetzt anscheinend ein bisschen sehr karibisch, mit sehr viel karibischem Flair. Da haben wir viele Piranhas. Kriech-Piranhas sehen auch sehr cool aus und sehr neuartig vor allen Dingen. So, da oben ist der Powerstern. Ich glaube, da können wir sogar relativ flott hin. Wow, verdammt, aufpassen. Wow. Auch die Brücke stürzt ein. Es wird also nicht ungefährlich werden, aber... Mensch, der Weg ist ja... Der Weg ist ja ganz einfach gewesen. War die Schwierigkeit etwa vielleicht, zu erkennen, dass man über das Boot laufen kann? Muss wohl so sein. Ein weiterer Tipp für findige Abenteurer, drücke X, um dir das Geschehen aus der Nähe anzusehen. Okay. Quasi die ganz nahe Perspektive. Okay, Kapitel Nummer 12. Sommerferien im Aquarium. In der Tat haben wir hier ganz viel Strandfeeling. Das ist doch mal toll, oder? Jetzt in den Urlaub fliegen. Das wäre doch alles, was wir wollen. Ah, wie schön. Huch. Ich hoffe, dass Todd unter Wasser nicht sterben kann. Denn, das könnte auf Dauer Probleme machen. Wir können auch nicht schwimmen, weil der gute Todd hat einen wohl zu schweren Rucksack oder so. So, was haben wir hier? Oh! Ein Kristall. Toll. Ich sagte ja, ich möchte möglichst viele Kristalle einsammeln, möchte ich auch, aber wir haben bisher doch schon recht viele übersehen, würde ich mal sagen. So, mal hoch an Land. Oh, aua, verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich mal gar nicht aufgepasst. Und mich direkt mal von so einem Vogelvieh treffen lassen. Münzen her. Okay. Wow. Mal runterfallen lassen. Wo landen wir? Irgendwo am Boden. Ach was. Ah, jetzt können wir hier hochlaufen und uns den zweiten Kristall sammeln. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir zum Stern kommen können. Wir nehmen jetzt mal die rote Röhre. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Wow, Hilfe. Wir müssen irgendwie versuchen, die Plättchen zu beseitigen. Das machen dann wohl die Vögel für uns. Vielen Dank auch. Okay. Aber noch immer habe ich keine Ahnung, wo es zum Stern geht. Da hinten haben wir noch einen Kristall. Mal runterstürzen lassen. Einen Schalter aktivieren. Und dann geht's zum letzten Kristall. Toll. So, vielleicht nochmal hier runter. Aber hier waren wir doch schon, ne? Ja. Hier haben wir so schon mal nichts Neues. Ein Rätsel, ein Rätsel. Aber eine Idee habe ich noch. Wir sehen noch einen blauen Schalter. Können wir vielleicht uns hier runterplumpsen lassen. Aktivieren. Und das war... augenscheinlich korrekt. Und darunter ist eine Röhre. Ah. Also schon. Ein gar nicht mal ganz so einfaches Rätsel. Müssen wir das mal drauf kommen? Doch, wir haben es geschafft. Allmählich also werden die Level anstrengender und schwieriger. Aber wir haben alles geschafft, ne? Außer einen geheimen Goldpilz. Den haben wir nicht gefunden. Ansonsten aber alles gut. Level Nummer 13, Rübenballerei in der Wildnis. Ich sagte ja auch mal zu Beginn im ersten Part, glaube ich, dass wir nach diesem Abenteuer noch ein weiteres Abenteuer erleben können. Also quasi noch ein Kapitel 2, Abenteuer 2. Ich möchte hier jedoch erstmal Nummer 1 abschließen.
Und dann kommt jetzt ja auch schon in den nächsten Tagen Yoshi's Woolly World raus, was ich auch spielen will. Und da sollten wir, oder möchte ich mich dann erstmal darauf konzentrieren. Und anschließend vielleicht, wenn dieses Projekt bei euch ankommt, dann noch weitere Folgen zu Captain Todd raushauen. So wäre mein Plan dazu. Was haben wir hier denn? Ach, wir haben hier eine pikfeine Kanone haben wir hier. Ah, da kann ich also erstmal zielen und möglichst pikfeine Kristalle abschießen und Vögel und was nicht alles. So, da hinten seht ihr es leider nicht genau, nicht so ganz zumindest. Versuche ich erstmal das Gestein zum Stern wegzuhauen. Haben wir geschafft. Aber der schwere Teil kommt jetzt erstmal noch. Boah, aufpassen. Hua, nein! Boah, knappe Kiste. Knappe Kiste, aber wir haben es geschafft. Wurden aber einmal von einer Piranha getroffen und gedamaged. So, die goldene Kanone hätten wir bekommen. Quatsch, wir hätten das Extra-Ziel hätten wir erreicht, wenn wir nur einen Rübenschuss platziert hätten. Goldene Kanone hätten wir bekommen. Wahrscheinlich. So, erstmal noch ein nächstes Extra-Level. Die Münzen waren schon wieder. Ich hoffe, dass wir jetzt mal ein paar mehr Münzen mitbekommen. Oh, ein gelber Pender Todd. Ganz was Neues. Ein blauer, der uns verschenkt, auch was Neues. Und ein grüner, der gern liest. Immer wieder gute Neuigkeiten. So. Oh, verdammt, die 10 Sekunden laufen schon. Wir müssen versuchen, viele Münzen zu bekommen. Boah, das lohnt sich hier. Ich hoffe, wir bekommen noch das extra Leben. Nein, wir hatten 2 Goldpilze noch. Haben also nur ein extra Leben eingesackt. Also nicht so viel. Ich habe mir mehr erhofft eigentlich. Wir werden garantiert noch sterben. Denn die Level werden, wie gesagt, nicht leichter. Also wir haben mediterranes Land geschafft. Gib nicht auf, Kapitän Todd. Nächstes Unterkapitel. Wuchernde Wildwesthütten. Okay, das scheint auch ein Wildwest-Level zu sein. Und das sieht schon mal sehr piekfein aus, also sehr schön auf jeden Fall. Formschön, sage ich auch immer gern dazu. So, blaue Schallgeist und die sehen uns natürlich auch gleich mal. Ach, hier haben wir erstmal noch einen weiteren Kristall, habe ich beinahe übersehen. Ich sage ja immer ganz oft, mit der Kamera viel gucken und ich selbst tue es dann zu selten. Wie soll man da vorbeikommen? Das ist ja gemein. Ist ja gemeingefährlich. So, jetzt guckt uns der Shy Guy an. Jetzt nicht. Oh, verdammt. Uah. Hoch hier. Scheiße. Wir wurden einmal getroffen. Aber da konnten wir so auch kaum was gegen tun, ehrlich gesagt, weil ist ja Mission Impossible hier. Dafür müsst ihr jetzt sterben. Der erste ist schon tot. Der zweite auch. Wir sind Scharfschütze. Nur mal so nebenher gesagt. Sehr schön. Okay. So, wir haben jetzt noch eine Moorkohlrübe übrig hier, aber ach, Moment, ich habe eine Idee. Hier geht's hinunter, oder? Ach, aber nicht mit Gemüse. Und jetzt müssen wir noch pusten. Ach, scheiße, das ist ja ganz doof. Wieder ins Mikrofon pusten. Alkoholtest hier. Oh, was hast du denn für uns? Ein Mana-Pilz. Toll, brauchen wir auch garantiert noch. Ja, Freunde, ich muss wohl kurz pusten. Ich habe es versucht, ganz unauffällig hinzubekommen. So, wir verschieben mal alles hier. Aber ein bisschen labyrinthartig hier. Das ist, glaube ich mal, gar nicht mal so einfach. Was haben wir jetzt gemacht? Und vor allen Dingen, wie kommen wir hier jetzt weiter? Ah, jetzt geht's hier hinein, hier durch. War also schon ganz gut, das alles so zu verstellen.
Haben wir hier vielleicht einen Pilz? Ein Pilz, ein Pilz! Schön. Da geht's uns wieder besser, in jedem Fall. Hier haben wir nochmal zwei... Huch? War das jetzt schlau? War das jetzt schlau? Oh verdammt, da kommen auch noch Shy Guys hier an. Oh, oh, oh. Hallo. So. Jetzt folgt er uns erstmal. Ganz aufgebracht und wir können ihn umbringen. Hinterlistig töten. So macht man das. Okay. Kurze Idee. So, jetzt sind wir hier oben. Haben hier nochmal einen Schalter. Aktivieren wir. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt da oben zum Stern? Alter, das ist ja gefährlich. Nochmal zwei Shy Guys. Und die blauen sehen immer noch gefährlicher aus als die roten. Eben weil das einfach so neu aussieht. Runter! Und rein hier! Eine Sackgasse! Sackgasse! Glück gehabt! Alter, da wäre ich beinahe drauf reingefallen. Ich meine, ich bin drauf reingefallen, aber wir wären beinahe getötet worden, deswegen. Wie gemein ist das denn? Und ich dachte, die Entwickler wären lieb und würden hier keine Fallen einbauen, aber... Von wegen. Es wird eben nicht einfacher. Trotzdem sichern wir uns den nächsten Powerstern. Einfach nur ein ganz knuffiges, süßes Spiel. So, wie viele Kristalle haben wir? Nur einen einzigen. Und den One-Up-Pilz haben wir auch gesammelt. Nicht schlecht. Nummer 15. Sprint über die Bröckelstraße. Oha. Jetzt kommt hier noch Need for Speed Action mit ins Spiel. So sieht's mal zumindest aus. Ach, Herr Jemini, da hinten ist der Powerstern, sehe ich schon. Aber bestimmt werden, natürlich, die ganze Brücke wird einstürzen. Da haben wir noch Gegner hier unterwegs, die uns noch nerven. Hua, renne! Aber er kann nicht rennen. Der Idiot. Hua, ausweichen! Jetzt rennen wir auch noch, scheiße! Hua! So, können wir jetzt vielleicht die Viecher umbringen? Damit wir hier auch mal gut durchkommen können. So schaut's mal aus. So, mal Moment, der Grüne darf auch nochmal down gehen. Und die andere Kohlrübe nehmen wir mit. Nehmen wir da hinten mit hin. Hua! Oh, noch eben. Eingesackt hier. Oh, scheiße. Ach, das Gute ist ja... Wir können nicht nur Kristalle einsacken. Nein, die Brücke regeneriert sich auch. Das ist schon mal sehr viel wert. Gut. Hua! Das gelbe Vieh geht down. Was ist das überhaupt? Marienkäfer? Sind das Marienkäfer? Hm. Ich weiß es nicht genau. Hua! Und vorbei hier und vorbei dort. Alter, ich glaube hier wird es nochmal richtig gemein. Hier müssen wir richtig gut timen. Nein! Alter. Wie machen wir es am besten? Vielleicht so? Das war schon mal eine gute Entscheidung. So, Alter. Und jetzt wird's richtig fies. Jetzt wird's richtig fies, Freunde. Nein! Ich bin immer zu nah an der Brücke dran. So. Wie können wir jetzt... Wie sollen wir das Teil denn bekommen? Den Kristall abwerfen? Da kommen wir so nicht an. Und auf die Brücke will ich auch nicht. Hua! Boah, knappe Kiste. Es wird nochmal eng. Es wird nochmal engen. Boah, geschafft. Wir haben es geschafft, ey. Was für ein lustiges und ganz schön... Ja, zumindest gar nicht mal so einfaches Level. Puh, und wir haben noch zwei Kristalle gerettet. Das auch noch. Da bin ich fast schon stolz auf mich.